Ein herzliches Hallo an Sie alle Hamburgerinnen und Hamburger, aber natürlich auch die vielen, vielen Gäste des 34. Evangelischen Kirchentages. Der Kirchentag ist in Hamburg angekommen. Nach Dresden ist nun die Hansestadt Austragungsort des größten evangelischen Festes. Vom 1. bis 5. Mai sollen über 100.000 Besucher aus allen Himmelsrichtungen kommen. Darunter auch Prominente wie ZDF-Wettermann Gunter Tirsch. Ich glaube, es wird das Schönste in Deutschland in den nächsten Tagen. Bundespräsident Joachim Gauck oder Nina Hagen. Unter dem Motto, so viel du brauchst, werden die Christen gemeinsam feiern, diskutieren und beten. Über die 5 Tage werden rund 2.500 Veranstaltungen angeboten. Zwischen 5.000 und 8.000 Menschen haben in Frankfurt am 1. Mai gegen Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann kam auf den Frankfurter Römer. Er sagte, solange ich Oberbürgermeister bin, wird jede Demonstration der NPD in dieser Stadt verboten. Zu dem Protest gegen Nazis hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, und das Römerbergbündnis aufgerufen. Zum Römerbergbündnis gehört auch die evangelische Kirche. In dieser Stadt haben Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und jede politisch oder religiös begründete rassistische Ideologie keinen Platz. Die Kirche und der DGB engagieren sich jedes Jahr am 1. Mai gegen den NPD-Aufmarsch in Frankfurt. Sigurd Rink bleibt der Propst in Südnassau. Mit überwältigender Mehrheit wurde er von der Synode wiedergewählt und bleibt damit der Propstei bis 2020 erhalten. Ja, absolut. Das kommt einem vor wie eine halbe Ewigkeit. Und ja, ich bin sehr erleichtert und froh. Und es ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil die kommenden Jahre ja schon ganz schöne Wegweisungen auch sein werden. Die größte Herausforderung sei für ihn das Thema Lärm. Sowohl Flug- als auch Bahnlärm stehen auf seiner Agenda für die kommenden Jahre.